Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Heute mit der Fledermaus. Ma, ich tät gerne mal ganz was Neues lernen. Irgendwas Neues. Dann zeige ich dir jetzt etwas aus meiner Batcave, aus der Fledermaushöhle. Ganz etwas Neues. Das steht für 1. Das steht für 5. Das steht für 10. Das steht für 50. Das steht für 100. Das steht für 500. Und das steht für 1000. Den Einser darfst du nie mehr als 3-mal hintereinander schreiben. X darfst du nie mehr als 3-mal hintereinander schreiben. 100 kommt nie mehr als 3-mal hintereinander vor. Auch 1000 schreibt man nur 3-mal hintereinander. Zahlen, die hintereinander stehen, werden zusammengezählt. 1 plus 1 plus 1, das ist also 3. Das steht für 200. 5 und 1, das steht für 6. Und das ist 50 plus 10, steht für 60. Und da haben wir rechts noch 105, also 105. Und du siehst, entweder sind die Zeichen gleich, oder es steht immer ein kleineres hinter einem größeren. Der 10er hinter dem 50er, der 5er hinter dem 5er. Die werden also immer zusammengezählt. Wenn aber ein kleineres Zeichen vor einem größeren steht, dann wird das kleinere abgezogen. In dem Fall ist es 5 weniger 1, das steht für 4. 10 weniger 1, das steht für 9.